Hallo meine Lieben, willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal Crafty Disney Girl. Heute zeige ich euch die Unconditional Kollektion von Rosie's Studios. Das hatte ich euch in einem meiner letzten Videos versprochen. Und nun habe ich endlich die Zeit, dieses Video auch tatsächlich zu drehen. Ja, fangen wir an bei den Einzelteilen, was Sticker angeht. Ich hole euch gleich mal näher ran. Da haben wir hier einmal die Puffy-Motiv-Sticker. Da haben wir Blüten, kleine Tickets, Herzen, Heißluftballons und Umschläge sowie ganz viele weitere Herzen in schönen Pastelltönen. Die finde ich sehr niedlich. Ich liebe auch Puffy-Sticker total. Eines meiner Lieblings-Embellishments. Dann haben wir die Shipboard Embellishments. Da gibt es zwei Bögen, auch wieder sehr Pastell-Cremetöne. Haben wir hier diese niedliche Bulldogge mit den goldenen Herzaugen, wenn man das sieht. Super niedlich. Ja, und wie gesagt, Unconditional heißt die Kollektion. Das heißt alles so auf Valentinstag und Liebe ausgelegt. Oder halt auch Freundschaft, Verbundenheit, wenn man hier die Hunde sieht, das ist quasi der geliebte Vierbeiner eben ist. Wir haben Rahmen, wir haben kleine Tags und Banner, aber eben auch Symbole oder Motive als Sticker dabei. Dann haben wir die Foam Glitter Sticker. Das sind die hier. Ist ein Bogen eben drin, das ist gold beglitzert. Geht ein bisschen ab, der Glitzer, wenn man da drüber reibt, aber das hält sich wirklich in Grenzen. Da gibt es ganz, ganz schlimme Glitzersorten quasi, die ja nur abgehen. Ja, und dann hat man eben verschiedene Wörter, die man zu Sprüchen, Titeln oder nur Akzenten verarbeiten kann. Und dann hier ein paar kleine Herzen und Blätter, die die Lücken füllen. Als nächstes haben wir das Sticker Embellishment Pack. Da sind vier Bögen Sticker drin. Dafür müssen wir ein Stückchen hoch raus in die andere Richtung. So rum. Da haben wir hier verschiedene goldfolierte Titel mit sehr schönen Blütenmotiven. Dann haben wir hier niedliche Motive von Hunden, Autos und anderen bis hin zu den Herzen. Dann hier niedliche kleine Wortsticker, Banner mit Wörtern und Sprüchen drauf. Und die letzte Seite ist dann nochmal ein kleines goldenes Alphabet und ein Regenbogenalphabet. Dann kommen wir zu dem Floral Die Cut Pack. Da sind 50 Einzelteile drin. Die wiederholen sich nicht. Die sind also wirklich nur einmal vorhanden. Auch wieder mit Goldfolierung. Jetzt können wir wieder ein bisschen näher. Und da haben wir hier einmal grüne Blätter, dann goldfolierte Blätter und Zweige. Diese wunderschönen Blüten mit Goldumrandung oder auch ohne, mit weißem Rand, ohne weißem Rand. Also wunderschön, um eben Embellishment Cluster auszuarbeiten und auszufüllen. Kann man auch schön auf einer Karte eben als kleinen Akzent nutzen. Einfach super niedlich, diese Blümchen. Und ich finde 50 so eine Die Cuts für, ich weiß nicht, irgendwas um die 3 Euro, glaube ich, kostet so eine Packung oder vielleicht 4. Das ist auch durchaus noch gerechtfertigt. Das ist eine schöne Qualität, nicht zu dick, aber auch definitiv nicht zu dünn. Die knicken jetzt nicht sofort. Außer sie sind natürlich sehr filigran, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ja, und die Farben absolut frühlingshaft. Auch die Blumen sind schon sehr frühlingsmäßig angehaucht, wie ich finde. Das macht echt Spaß und
lässt auf den Frühling hoffen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dieses ständige Grau in Grau vom Winter, das zieht mich echt runter. Da komme ich persönlich nicht so mit klar. Deswegen ist es ganz schön, sich so schöne farbenfrohe Kollektionen hier anzugucken und mit denen zu basteln. Zu guter Letzt kommen wir zu den Die-Cut Shapes. Da sind 152 Die-Cuts enthalten und man bekommt zwei von jedem. Da haben wir hier einmal dieses große Tag. Dann gibt es hier so ein kleines Buch, so ein kleines Starburst oder weiß ich nicht, wie man das bezeichnen will. Dann kleine Ticketteile oder Banner mit Sprüchen drauf, hier ein Herzbanner. Diverse kleine Herzen und was haben wir hier? Hier haben wir nochmal einen Spruch, ein Schmetterling. Ja, also alles zum Thema Liebe. Hier ein kleines Auto mit Herzballons, ein paar Blüten, damit man schon mal so einen Geschmack auf das Floral Die Cut Pack quasi hat. Ganz viele niedliche kleine Wörter. Und eben so Tags, dann wieder hier lauter kleine Herzsymbole, Händchen haltende Hände, ein XO-Banner, hier kann man Together Always oder Always Together draus machen, dann haben wir noch diverse Heißluftballons, mehr Sprüche für immer und in verschiedenen Farben und Ausführungen, mehr Schmetterlinge, ganz viele kleine Sprüche. Hier haben wir so einen super niedlichen Pudel. Dann einen kleinen Umschlag, mehr Sprüche, kleine Pfeile. Dann hier so ein Viewfinder-Teil, da kann man auch so Stanzen auch rausnehmen. Oder Stanzteile rausmachen, mit Herzchen drauf. Ganz viele kleine Herzen, die hier so mir aus der Hand kugeln. Hier wieder so Ticketteile. Super niedlich Briefmarken, auch immer sehr süß zu verwenden. Hier haben wir einen Rahmen, wo drin nochmal ein Spruch ist, den man verwenden kann. Ja, also die Farben haben es mir wirklich angetan. Und wenn man irgendwas nicht so ganz einem gefällt, dann kann man das auch gut eben irgendwo hinterstecken. Hier ist dieser total süßliche kleine Hund, ich weiß nicht, ein Bulldog oder so. Super niedlich. Journaling-Teil, dann hier wieder so ein paar Kreise. Wer jetzt den Spruch nicht so mag, der kann das ja irgendwo so hinterstecken oder irgendwas drüber legen, dass man zwar den gelben Kreis an sich sieht, aber eben den Spruch nicht so. Ein Regenbogen. Kleines Herz, Luftballons, dann hier dieses Blumenkreisteil, wo man eben Spruch reinstempeln oder schreiben kann und ganz viel Herzen und Briefe. Ja, das war die Unconditional Kollektion. Vielleicht hat euch das ein bisschen weitergeholfen und ansonsten auch einfach so vielen Dank fürs Zuschauen. Hinterlasst mir gerne einen Daumen hoch, einen Kommentar oder ein Abo. Ansonsten bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!